kann man mit einem Mikrofonset, das nur 99 Euro kostet, aber 7 Mikrofone mitliefert, ein vernünftiges Schlagzeug aufnehmen und kann man das auch vernünftig abmischen? Wenn du dich dafür interessierst, bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und wie ich es gerade in der Anmoderation schon gesagt habe, ein Mikrofonset für 99 Euro für ein komplettes Schlagzeug, kann das wirklich gut gehen? Jetzt bin ich ja normalerweise der Erste, der darauf hinweist, dass man mit möglichst geringen Geldmitteln heutzutage durchaus kommerziell gut klingende Musik machen kann, also konkurrenzfähige Musik auch machen kann. Nehmen wir mal eine DAW, eine vernünftige, kannst du heutzutage schon für etwas über 100 Euro kaufen. Studio One Artist Version zum Beispiel für knapp über 100 Euro. Ein Audio Interface im Bereich von, sagen wir mal, 4 Mikrofon Preamps auch 100, 150 Euro kann man schon eine vernünftige Qualität erwarten. Wenn du einen Rechner hast, bist du damit im Prinzip schon aufgestellt und kannst damit schon vernünftig Musik machen. Aber ein echtes Schlagzeug aufnehmen für 100 Euro, das macht bei 7 Mikrofonen für 100 Euro knapp 14 Euro und ein paar kaputte pro Mikrofon. Gerade angesichts der Tatsache, dass ich ja normalerweise deutlich hochpreisigere Mikros mein eigen nenne und auch gerne einsetze, muss ich mir wirklich die Frage stellen, macht es wirklich Sinn, so teure Mikrofone zu haben? Reicht es nicht auch, ein ganz normales Set zu haben? Ich glaube, dem gehen wir heute einfach mal auf den Grund, denn ich nehme ein Schlagzeug auf mit Mikrofonen aus diesem siebenteiligen 99-Euro-Set, was man, also ich habe es mir jetzt vom Music Store schicken lassen, was man da günstig kaufen kann. Die anderen Anbieter haben sicherlich auch sowas Ähnliches in der Angebotspalette, aber 99 Euro ist schon echt eine Ansage. Ne? Wir machen damit heute einfach mal eine Aufnahme und mischen die dann auch ab und dann kann ich dir auch einen Soundvergleich auf jeden Fall geben zwischen dem Rohmaterial, was wir aufgenommen haben und zwischen dem, was ich dann im Mix daraus gemacht habe. Aber schauen wir doch zuerst einmal auf die Mikrofone, mit denen ich normalerweise mein Schlagzeug aufnehme und die Mikrofone, die dann halt in diesem Set drin sind. Da sind wir schon und hier kannst du die Auswahl sehen an Mikrofonen, mit denen ich normalerweise mein kleines Set aufnehme. Das sind vier wirklich Mikrofone von der, ja, wenn du mich fragst, von der feinsten Sorte. Wir haben hier einmal das Audix D6 hier, mit dem ich normalerweise meine Bassdrum aufnehme. Dann haben wir daneben das Unidyne 3, ein Shure, Vorgänger vom SM57, das, wenn ich mich nicht täusche, 5455D an der Snare normalerweise bei mir zu finden, aber macht sich auch gut am Gitarrenverstärker. Daneben das AKG C414, gucken, na, kriegen wir es auch scharf, da, C414, das ich als Overhead benutze und dann daneben noch mein treues U87, das ich als Raummikrofon aufnehme, normalerweise. Also mit diesen vier Mikrofonen, wirklich der gehobeneren Klasse, nehme ich mein Drumset auf, mein schönes kleines und das klingt im Raum hier wirklich ganz ordentlich. Und jetzt ist die Frage, kann dieses Set hier, dieses Set von Fame, dieses Practice-Set für einen schlappen Huni, kann das einigermaßen mithalten? Wahrscheinlich natürlich nicht in der gehobeneren Klasse, aber kann man damit auch eine vernünftige Aufnahme machen, die einigermaßen ranreicht an das, was wir mit dem oberen Mikrofonset gemacht haben. Und wir haben hier eine ganze Menge Mikrofone zur Auswahl. Wir haben hier in der Mitte zum Beispiel, das Mikro ist für die Bassdrum. Dann daneben dynamische Mikrofone, die wir nutzen können für Toms zum Beispiel, wenn man jede Menge aufgestellt hat. Ich habe ja nur eine Snare, das heißt, davon brauche ich nur eins. Und dann siehst du hier im Set noch die Kleinmembraner, die hier daneben sind, mit denen man dann dementsprechend noch die Overheads aufnehmen kann. Ich nehme die Overheads nur mono auf, das heißt, wir nehmen einen Kleinmembraner hier, den linken, für die Overheads und nehmen den auf der rechten Seite hier dann als Raummikrofon. Und ich kann dir mal ein Mikrofon hier kurz reinhalten. Uppala, mal gucken, wie nah ich da rankomme. Da siehst du, dass die Dinger hier, die Mikroklemme hier da dran montiert haben sogar. Das ist fest montiert und dementsprechend braucht man keine extra Mikroklemmen mehr montieren oder gucken, dass man das irgendwie noch fest fixiert kriegt oder irgendwo noch auftreiben, irgendwelche Mikroklemmen in seinem Fundus, sondern die sind schon fest montiert. Mal gucken, ob sich das bewährt im Praxismodus. Aber ich bin mal wirklich sehr gespannt, ob dieses kleine, aber feine Set für einen schlappen Hunderter mit diesem noch kleineren, aber noch sehr viel feineren Set an Mikrofonen mithalten kann. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Gehen wir mal in Medias Res und gucken mal, was beim Trommeln so rauskommt. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, über welche Mikrofone wir reden. Jetzt habe ich hier ein kleines Schlagzeug hier aufgebaut. Das ist relativ kompakt. Das heißt, ich nehme normalerweise mit vier Mikrofonen auf. Das machen wir dieses Mal auch. Also von den sieben Mikrofonen, die da mitgeliefert sind, nehme ich nur vier. Einmal das Bassdrum-Mikrofon, dann ein Mikrofon an der Snare. Dann steht mein Set so kompakt, dass ich im Prinzip keine Stereo-Mikrofonie machen muss. Das heißt,
also die Overheads, dann nehmen wir eins von den kleinen Membranen einfach oben drüber, Mono drüber und stellen noch ein viertes Mikrofon hier in den Raum. Das habe ich hier, da wo ich jetzt sitze, etwas weiter rechts hier aufgestellt und habe dann damit noch ein kleines bisschen Rauminformation aufgenommen. Insgesamt also vier Mikrofone, vier Preamps liefert im Prinzip auch jedes mittlere Audio-Interface heute auch schon in die DAW rein. Ein USB-Interface kann das auf jeden Fall liefern in der 100 bis 200 Euro Klasse. Das heißt, wenn du so ein Interface hast, kannst du durchaus mal riskieren, dieses Set zu bestellen und Freund einladen, Schlagzeug aufnehmen, mal gucken, was du damit so erzielen kannst als Aufnahmen. Aber wie meine Aufnahme abgelaufen ist, das schauen wir uns am besten jetzt mal direkt am Beispiel an. Da gehen wir mal rüber. Okay, ich glaube, du konntest schon einen groben Eindruck von dem kriegen, wie diese Aufnahme geklungen hat. Klar, wenn du das Playback mal wegrechnest, dann hast du auf jeden Fall schon mal grob gehört, wie die rohen Spuren klingen. Aber das schauen wir uns gleich am besten in der Session nochmal genauer an. Da hören wir uns dann auf jeden Fall an, wie die rohen Spuren klingen und vor allem, wie die bearbeiteten Spuren auch klingen. Und falls du dich noch mehr dafür interessieren solltest, wie ich tatsächlich den Weg gemacht habe von den tatsächlich komplett rohen Spuren zu diesen hochglanzpolierten, fertig gemixten Spuren, die wir uns gleich in der Session mal angucken, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du dich im Recording-Blog auf meiner Seite als Mitglied anmeldest, denn da gibt es demnächst einen exklusiven Livestream nur für Mitglieder. Tut mir leid, wenn ich dich jetzt damit aussperren sollte, falls du noch kein Mitglied bist, aber das ist jetzt mal ein Spezialevent für meine Mitglieder, für die Leute, die mich auch unterstützen und da wird es dann demnächst nochmal ein In-Depth-Live-Video geben. Termin gibt es auf jeden Fall auf der Homepage unter recordingblog.com im aktuellen Blogartikel zu diesem Video. Link findest du auch unten in der Videobeschreibung und da findest du auch alle Informationen zu dem Livestream und da werde ich dann nochmal genau erklären, wirklich von Plugin zu Plugin, von Kanal zu Kanal, was ich genau gemacht habe und da nehmen wir uns dann auch richtig Zeit, anderthalb Stunden, um mal zu gucken, wie ich tatsächlich die Drumaufnahmen komplett poliert habe. Du siehst, da habe ich also hier in diesem Rahmen, in diesem Video auch gar keine Zeit für, so lange würdest du wahrscheinlich auch gar nicht einschalten. Aber um einen kleinen Überblick über das zu kriegen, was ich gemacht habe und vor allem einen Soundeindruck zu kriegen, wie dieses Set sich jetzt geschlagen hat, gehen wir jetzt gleich mal in die Session rein. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, dann drück einfach schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal in die nächste Session rein und gucken uns mal an, was wir roh aufgenommen haben, wie es bearbeitet klingt und ob es sich tatsächlich lohnt, das Fame-Set für 99 Euro sich in den Schrank zu stellen, um hin und wieder mal ein Schlagzeug aufzunehmen. So, dann sind wir schon in der Session und wir können ja mal kurz reinhören in den Status Quo, also in das, was wir gerade bei der Aufnahme auch schon gesehen haben, das heißt das Playback und die rohen, unbearbeiteten Spuren. Einfach nochmal zum Reinhören, um nochmal einen Vergleichspunkt zu kriegen zu dem, was ich dir dann gleich zeige. Also, das ist der Status Quo. Nimm das Playback mal weg. Also da kann man sich ja eigentlich nicht beschweren. Ne? Dieses Set ist ja nun wirklich, wie gesagt, ein einzelnes Mikro runtergerechnet, kostet irgendwie knapp 14 Euro, etwas über 14 Euro. Dafür ist diese Aufnahme wirklich mehr als gelungen, möchte ich behaupten. Man kann alles hören, es ist nichts verfälscht, das heißt jedes einzelne Mikro, vielleicht können wir nochmal in die einzelnen Mikros reinhören, einfach mal hier nur so zum Vergleich. Das hier ist die Bassdrum. Vielleicht können wir ja mal kurz einen Equalizer reinladen, um zu gucken, wie das genau aussieht im Frequenzbild. Siehst du, alles da, was man braucht. Hier im unteren Bereich ist alles da, hier im Kick-Bereich ist alles da. Also von daher, gerade beim Bassdrum-Mikrofon jetzt schon, ich habe ja so eine offene Bassdrum, die jetzt auch nicht mit einem Fell vorne nochmal versehen ist, wo nochmal so ein Resonanzloch drin ist, sondern wirklich, das Mikro war direkt so ein Stückchen vorm Fell, da wo der Klüppel auf der anderen Seite gegenschlägt, kann man sich echt nicht beschweren. Ist eine ordentliche Aufnahme, ne? Ist wirklich alles da, was da sein muss. Die Snare können wir mal kurz reinhören.
relativ wenig Mic Bleed, also auch von der Hi-Hat. Von daher ist auch die Schirmung nach hinten, ist eine klassische Niere natürlich, aber es ist wirklich ordentlich aufgenommen. Dann nehmen wir mal das Overhead, was oben drüber gehangen hat. Keine spitzen Höhlen oder so. Geht auch gut mit dem Schalldruck um, der von so einem Schlagzeug kommt. Also für den Preis, tut mir leid, aber man kann es ja wirklich nur hervorheben. Du weißt ja, ich habe dir ja gerade gezeigt, mit welchem Mikrofon ich normalerweise aufnehme. Ne? Nehmen wir noch das Raummikro, einfach nochmal reinzuhören, dass das gleiche was als Overhead da gehangen hat. Hier in das Fill reingehen. Also einwandfrei, wirklich. Nicht nur für den Preis, ich würde sagen, also selbst wenn das Set 200 € kosten würde, die Aufnahme hier ist auf jeden Fall gelungen. Klar, wir reden jetzt hier nicht über die physische Ausführung von dem Mikrofon, wie lange die Halterung vielleicht halten, die Mikroklemmen halten und so weiter. Aber das Set ist definitiv nicht dafür gemacht, um auf Tour zu sein, sondern um aufzunehmen. Und wenn es einmal montiert ist, dann muss es ja eigentlich im Prinzip nichts anderes machen als aufnehmen. Und das hat es hier auf jeden Fall schon mal ordentlich gemacht. Will sagen, die Rohraufnahme selbst ist schon mal recht gelungen. Aber hören wir mal rein, was ich daraus gemacht habe. Denn ich sage es ja immer wieder, mit relativ geringen Mitteln, aber mit genügend Wissen und gutem Geschmack kann man ja einigermaßen auch Aufnahmen polieren. Hier ist jetzt die Basis auf jeden Fall schon mal eine gute, aber hören wir mal, was dabei rausgekommen ist. Ich mute die mal, ich mache mal den Ordner jetzt zu und hier unten drunter siehst du, dass ich nicht 4 Spuren habe, sondern 5. Das liegt daran, dass ich das Bleed aus der Hi-Hat, das Hi-Hat-Bleed in der Snare, dass ich das noch raushaben wollte. Wir gucken mal hier in die Snare rein, da siehst du, dass hier zwischen den einzelnen Schlägen hier, dass da durchaus noch die Bassdrum durchkommt und dass man natürlich auch ein bisschen Hi-Hat-Gefummel hier hat und so weiter. Das wollte ich raushaben, deswegen habe ich ein Gate benutzt, das ich auf der Snare eingesetzt habe und weil ich so einem Gate und dieser Look-Ahead-Funktion nie vertraue, habe ich einen speziellen Gate-Trick gemacht. Falls du dich dafür interessierst, was ich da genau gemacht habe, kann ich dir hier mal einblenden, ein Video, in dem ich das genau gezeigt habe. Ich brauche aber zur Hilfe auf jeden Fall eine Spur, das kann ich dir schon verraten, eine weitere Spur, mit der ich dann das Gate ansteuere und das ist hier diese zusätzliche Spur. Das ist im Prinzip eine Kopie von der Snare, nur etwas zeitverzögert, aber wie gesagt, die genauen Infos dazu findest du dann in dem Video, was ich dir verlinkt habe. Deswegen aber, falls du dich wunderst, dieses sind jetzt hier 5 Spuren, weil ich die Snare-Spur hier unten einmal verdoppelt habe und du siehst, dass ich sie auch passend benannt habe. Kann ich das hier ein bisschen breiter machen, dann sieht man es auch. Gucken, ne, kann ich jetzt hier gerade nicht, die Maus zeigt das nicht an, aber die Spur heißt auf jeden Fall Snare Gate Trigger, so viel nur am Rande. So, dann hören wir doch einfach mal rein, was dabei jetzt rausgekommen ist, als ich dann gearbeitet habe mit dem Ganzen. Das Schlagzeug klingt, kann ich das jetzt schon so hören? Ich mache mal die Playback-Spur aus und dann hören wir nochmal von vorne. Sollten jetzt das komplette bearbeitete Schlagzeug hören. Ich schalte nochmal auf das Unbearbeitete. Also jetzt speziell im bearbeiteten Zustand kann man sich erst recht nicht beschweren. Ne? Es gibt ja diesen Satz, die Basis eines guten Mixes ist eine gute Aufnahme, aber hier kann man definitiv hören, dass man aus dem gelieferten Material einen vernünftigen Mix machen konnte. Und ich musste ehrlich gesagt nicht viel tun. Ich habe kein einziges Drittparty-Plugin, also kein Plugin von einem Dritthersteller genommen, sondern habe einfach hier einige ganz normale, rudimentäre Bearbeitungsschritte vorgenommen. Wir können ja mal kurz reingehen. Hier siehst du zum Beispiel, dass ich hier in der Bassdrum zum Beispiel einen Equalizer benutze, habe und den Fat Channel, den ich für einen Kompressor benutzt habe. Wenn du den Equalizer anguckst, siehst du, dass der noch nicht mal viel machen muss, der Equalizer. Der räumt hier so ein bisschen, kleines bisschen mit einem Low-Cut hier unten auf und ansonsten hebt er ein kleines bisschen im Kick-Bereich an. Das ist die einzige Bearbeitung, die ich tatsächlich hier gemacht habe und den Fat Channel habe ich dann hier noch ein bisschen mit dem Pultec hier ein bisschen im Tiefbassbereich angehoben, den alten Pultec-Trick. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, kann ich dir auch. Du weißt ja, das ist der Standardsatz mittlerweile im Recording-Blog bei über 400 Videos, kann ich dir auch mal ein Video einblenden. Das findest du hier zum Pultec-Trick, den ich hier angewendet habe und hier noch ein bisschen angehoben habe bei 5 kHz. Das ist der Klickbereich vom Klöppel und dann habe ich darüber
Das habe ich gar nicht angepackt. Hier drunter habe ich noch mit dem Kompressor, mit dem LA2A-Kompressor-Klon, der hier bei Studio One mitgeliefert wird, noch ein bisschen nachbearbeitet. Aber du siehst eine relativ rudimentäre Bearbeitung, ganz klassisch, und habe dann hier nochmal über Parallelbearbeitung noch eine zusammengepresste Bassdrum dazugepackt. Auch dazu könnte ich dir jetzt ein Video einblenden. Lasse ich jetzt aber mal, sonst bist du ja nur am Hin- und Herklicken zwischen den einzelnen Videos. Bei der Snare habe ich, wie gesagt, den Gate-Trick genutzt, sodass ich die Snare dann einzeln vorliegen hatte und dann auch bearbeiten konnte, aber auch hier mit einem Equalizer, mit einem Kompressor, und das war's. Hier bin ich in der Bearbeitung ein bisschen tiefer eingestiegen und habe hier auch eine Parallelkompression nochmal gemacht mit einem Kanal. Dann habe ich die Overheads von der Snare befreit. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Ja, du siehst, zu jedem Schlagzeugthema habe ich, glaube ich, schon mal ein Video gemacht. Vielleicht sollte ich mal eine Playlist davon zusammenstellen, von allen Mikros, von alten Mikros, von allen Videos, die ich zum Thema Schlagzeugaufnahmen gemacht habe. Vielleicht bist du ja dafür. Schreib mir mal unten in die Kommentare rein. Schreib mal Playlist Drum-Videos, dann weiß ich, dass da vielleicht Bedarf dafür ist, und dann mache ich mal eine Playlist, die ich dafür zusammenstellen kann, und habe einen Hall darauf gepackt. Also wirklich auch jetzt hier nichts Extravagantes oder so. Equalizer, Kompressor und dann nochmal Parallelbearbeitung, ein bisschen Hall drauf. Fertig ist die Snare. Die Snare klingt alleine so. Schon recht komprimiert, aber wir haben gerade in die Kick nicht reingehört, ne? Die klingt so. Ordentlich, ne? Also, dafür, dass sie ursprünglich mal so geklungen hat hier. Ne? Aber wie gesagt, kein Hexenwerk. Das war es bei der Kick und bei der Snare. Dann habe ich die Overheads, was habe ich da gemacht? Bei den Overheads habe ich einen Equalizer genommen, mit dem ich nachbearbeitet habe. Gucken wir mal kurz rein, was der macht. Da bin ich jetzt ein bisschen tiefer eingestiegen, weil der hier im Bereich 500 Hertz ist mir die Bassdrum ein kleines bisschen zu mies aufgefallen. Deswegen habe ich die da rausgenommen und habe hier ein bisschen im Bereich der Pappe rausgenommen. Untenrum natürlich weggeschnitten mit einem Low-Cut und dann hier nochmal im Höhenbereich ein bisschen angehoben, um aber gleichzeitig mit einem High-Cut wieder obenrum ein bisschen die spitzen, scharfen Höhen abzuschneiden, um das Ganze ein bisschen geschmeidiger am Ohr zu halten. Aber auch da, klar, das ist jetzt eine dramatische Kurve, so sieht sie zumindest aus, aber ich kann sie ja mal kurz anmachen und ausmachen. Die Overheads ohne Equalizer so und mit Equalizer. Ne? Schon dramatisch verdreht, aber ja, das musste sich ja auch ins Bild einfügen. Dementsprechend musste ich da schon ein bisschen tiefer einsteigen. Aber auch da, kein großartiges Hexenwerk oder so. Dann gibt es noch einen Drumraum, den ich draufgelegt habe, damit das Ganze nicht einfach so furztrocken in der Gegend rumsteht. Und dann haben wir das Raummikro noch. Da habe ich sogar gar keinen Kompressor drauf, sondern habe hier nur mit dem Equalizer auch hier ein bisschen aufgeräumt. Und da siehst du, dass die Kurve ähnlich ist zu dem, was ich gerade gemacht habe. Mit dem Overhead auch hier in den Höhen abgeschnitten, hier im Bereich 5, 6, 7, 800 Hertz abgesenkt und dann hier im Tiefbassbereich ein bisschen bereinigt, denn das ist der Bereich vom Bassdrum-Mikrofon. Und so habe ich mich dann durchgefummelt, habe dann noch verschiedene Parallelbearbeitungen gemacht, einmal mit diesem Kanal, mit dem Gate-Kanal, der dann halt im Prinzip das Gate gesteuert hat, damit die Snare wirklich einzeln steht. Ich kann es dir ja nochmal kurz zeigen, wie es ohne Gate klingt. Die Snare alleine klingt. Das ist die Snare alleine. Ohne Gate. Und mit Gate bleibt sie dann alleine da stehen. Das macht dieser Gate-Trigger-Kanal. Und dann haben wir den Hall, wie du hier sehen kannst, von der Snare. Den Drumraum, den ich genommen habe. Da habe ich dann mit dem Open-Air-Plugin nochmal einen kleinen Raum generiert. Dann die Parallelbearbeitung von Kick und von Snare nochmal. Dann habe ich die Drums nochmal mit der New York Compression ein bisschen komprimiert. Die Snare nochmal ein kleines bisschen nachbearbeitet. Da können wir vielleicht nochmal kurz reingucken bei der Snare, was ich da gemacht habe. Da habe ich hier, guck mal, nur ein Limiter, um die Spitzen abzufangen, weil die ein bisschen zu hart durchgedrungen sind, und dann auch die Snare zum Drumraum geschickt. Und dann bin ich im Prinzip schon hier auf dem Drum-Komplettbus gelandet. Ne? Was habe ich hier noch für einen Kanal? Der ist sogar aus. Den habe ich gar nicht mehr. Das sind die rohen, genau. Das ist der Bus von den rohen Kanälen, von den rohen Spuren hier. Und dann sind wir quasi hiermit schon am Ende angekommen. Ne? Jetzt habe ich hier den Regler verstellt. Das wollen wir mal kurz rückgängig machen. Aber das war im Prinzip die Bearbeitung vom Drumset. Und damit konnten wir dann tatsächlich den Sprung machen hier von den rohen Spuren, die wir jetzt natürlich nicht hören. Warum hören wir die nicht? Also ich muss erst das Solo komplett ausschalten. Also nochmal die rohen Spuren hier am Anfang. So. Gegen
die bearbeiteten Spuren. Diese hier. Also die Bearbeitung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, hier tiefer einzusteigen und zu wissen, was ich exakt an jeder Stelle einzeln gemacht habe und auch nochmal einen AB-Vergleich hören willst und so weiter, dann empfehle ich dir, dich als Mitglied anzumelden im Recording-Blog. Und dann kannst du es nochmal hören und vor allem mir zuschauen, wie ich wirklich nochmal genau erkläre, en Detail, worum es hier genau gegangen ist und warum ich welche Einstellung wie wo vorgenommen habe. Aber wie gesagt, ich habe alle Plugins nur von Studio One genommen. Das heißt, hier ist kein einziges Wunder-Plugin, die man sonst für einen Huni kaufen kann, damit der Mix auf jeden Fall besser wird. Das sind alles nur Plugins, die bei Studio One dabei sind. Und jetzt hören wir uns das Ganze nochmal kurz an mit dem Playback zusammen und gehen dann damit rüber zum Fazit. Also mit Playback klingt das Ganze so. Jetzt hätte ich doch glatt fast vergessen, noch darauf hinzuweisen, dass du dir die Spuren und die komplette Session, die wir uns gerade angeschaut haben, hier auch runterladen kannst. Unter recordingblog.com im aktuellen Blogartikel, da findest du einen Link und da kannst du dir die komplette Session runterladen. Den Link zu diesem Artikel findest du hier unten in der Videobeschreibung und dann kannst du dir das ganze Projekt mal runterladen und genau genüsslich in jede einzelne Spur reinschauen, dir jedes einzelne Plugin angucken oder jeden einzelnen Cent, jeden einzelnen Bus angucken, was ich genau gemacht habe, damit die rohen Spuren am Ende des Tages so klingen, wie sie dann fertig hinterher gewesen sind, so schön poliert und wie ein echtes Drumset. Also viel Spaß beim Reinstöbern und jetzt hören wir noch mal ein bisschen weiter. Okay, Fazit 99 Euro. Ja, also ob das mit rechten Dingen zugeht, weiß ich nicht so richtig, aber ich glaube, im Land der Ferne, im fernen China, da kann man zu ganz anderen Konditionen produzieren und die Qualität der Mikrofone hat mich persönlich zumindest überzeugt. Von daher kann man nur sagen, also wenn du vielleicht nur einmal alle 1, 2, 3 Jahre ein Schlagzeug aufnimmst, aber trotzdem darauf vorbereitet sein möchtest, machst du im Prinzip mit dem Set nichts verkehrt. Falls du ein Drummer sein solltest, der so ein bisschen seine Aufnahmen selber aufnehmen möchte, seine Aufnahmen, seine Sessions oder seine Übungsstunden ein bisschen aufnehmen möchte, um sie dann später nochmal anzuhören, bist du mit dem Set auch bestens aufgenommen. Wenn du mit dem Set allerdings auf die Bühne gehen willst, würde ich sagen, es ist ein bisschen filmschig. Ich glaube nicht, dass es den harten Bühnenalltag übersteht, aber dafür ist es ja auch nicht gemacht. Es ist immerhin das Practice-Set. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Version, die wahrscheinlich noch ein kleines bisschen mehr aushält. Aber ich glaube, dieses Set zum Üben und zum Hin und Wieder mal aufnehmen ist auf jeden Fall denkbar geeignet. Man sieht also, mit geringen Geldmitteln kann man heutzutage durchaus schon vernünftige Aufnahmen machen. Klar, ein bisschen Wissen gehört auch dazu, ein bisschen Erfahrung beim Mischen und so weiter und natürlich auch ein ausgeprägter Geschmack, den du sicherlich da draußen schon haben sollst, denn du weißt sicherlich, wie Drums klingen sollen, wenn sie dir richtig gut gefallen. Das ist eine gute Voraussetzung, um zu wissen, wo man hinmischt. Wie gesagt, wenn dir dieses Video gefallen hat, drück Daumen nach oben und ich hoffe, dass wir uns dann demnächst wiedersehen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste, mach's gut und Yassou!